Vendetta testet. Vendetta testet. Vendetta testet eure Games. Vendetta testet. Vendetta testet. In 15 Minuten eure Games. Ah, okay. Feindliche Patrouillen. Weitersuchen. Er ist nicht auf dem Feld. Mhm. Such bei der Pressetribüne. Wann wird das Yelp? Da wird's Yelp. Mehr Patrouillen, aber keine Spur von ihm. Hm. Aber hier wird's Yelp. Naja gut, aber das ist trotzdem nicht alles. Das Feld ist frei. Da, 12 Uhr, vergrößern. Etwas ist auf Sitz. Genau da, vergrößern. Er ist es, das ist unser Junge. Ja, feiner Junge. Hier, darf ich auch mal Sir? Oder wann meldet er sich gerade? Das ist ja ein cooler Typ. Sie verlegen ihn, wir müssen los. Gehen wir da rein. Was ist mit Verstärkung? Dafür bist du da. Darf ich jetzt snipern? Oh, ich will snipen. Präzise zielen. Wir müssen die Sprengsätze später auslösen. Da kommen sie. Markier die Trucks. Oh, ich muss nachladen. Konvoi ist weg. Weiter. Sie rücken ab. Treffer faul. Das war's noch nicht. Ich spreng die ganze Scheiße hier gleich hoch. So, mal gucken, ob sich das Spiel merkt, wo diese ganzen Schüsse hingegangen sind. Darf ich schießen? Hallo? Nein. Okay, dann mal los. Ja. Was sichern wir denn hier ab? Darf ich auch rein? Bewegung. Okay, ich darf auch rein. Mann, Mann, Mann. Kannst du was lernen? Du siehst aus wie Scheiße. Unser Fenster schließt sich schnell. So, diesen Ajax können wir sicher noch retten. Das war ja geschickt. Auch geschickt. Ach, da geht's weiter. Alter. Komm schon. Komm schon. Das Trefferfeedback ist halt echt gleich null. Es fehlt so ein kleines Aufleuchten. Also mir fehlt das gerade. Kommt der Schuss irgendwo oben? Ah, da oben. Hab ich. Ah, da oben ist noch einer. Jetzt stirb doch da weg, du.
Also klar hat man Trefferfeedback gespritzt ja Blut, ne? Aber mir fehlt trotzdem so ein bisschen so ein Flupp. Ich glaube, ich bin echt gerade Call of Duty verseucht. Was willst du? Ich find's ja ein bisschen pervers, auf dritte Weltländer zu schießen. Was soll denn das? Die armen Amerikaner, da haben sie von den armen Mexikanern erstmal schön auf die Fresse. Ach, dann halt nicht, dann nehme ich den. Ajax hackt nicht mehr lange! Ajax sollte hier oben sein. Finger am Abzug. Habe ich die ganze Zeit. Oh, blöde Typ. Treppe. Hier genau sollten Sie Ajax festhalten. Schau durchs Scharfschützengewehr. Hä? Verwend das Scharfschützengewehr. N? Du schießt, wir stürmen rein. Oh, komm schon. Ach, ich kann so schnell schießen, wie ich will. Links sicher. Raum gesichert. Er ist nicht hier. Das ist ja schon ganz cool. Wo ist er? Wo hast du ihn hingebracht? Los, schmeiß ihn irgendwo hin. Vermöbel ihn. Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er ist. Ah, kann aber gut Englisch. Oder in dem Fall Deutsch. Und wieder sliden. Wow. Oh, frech. Das war N. Ist noch mehr? Ah, da ist noch irgendwas. Es wird einem ja auch schon richtig gezeigt, wo man hin muss. Also man muss noch nicht mal selber suchen. Ach, Leute. Call of Duty war mal so gut. Da geht's nicht weiter. Ach, da unten. Aber das hier ist mir echt gerade ein bisschen zu blöde. Feindliche Patrouillen. Ja. Nichts leise hier. Jetzt sag bloß, das Spiel ist abgekackt. Tja. Dann ist es wohl so. Es wird noch gehustet und gepustet, aber wir haben fast alles erreicht und deswegen würde ich sagen, ist jetzt hier auch Feierabend. Ist zwar total schade, dass das Spiel jetzt abgeschissen ist, aber ihr hört ja noch meine Stimme. Das reicht mir auch für einen Let's Test. Ich bin jetzt hier gerade noch im Task Manager und darf jetzt das Spiel beenden. Das müsstet ihr jetzt wahrnehmen, dass jetzt Ende ist. Tja, was soll ich sagen? Ich werde es definitiv nicht weiterspielen. Also nicht nur wegen diesen Fehlern, die es da jetzt gab. Exiling, stop. Ja, wie kann ich denn das jetzt stoppen? Abbrechen. Ich möchte das jetzt beenden. Ich hoffe, die Aufnahme ist trotzdem nicht gefickt. Ja, was halte ich von dem Spiel? Ich finde das Spiel... Weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich finde es... Es erfüllt nicht mehr die Kriterien, die ich mag. Es ist sehr schnell, keine Frage. Es ist super geskriptet, auch keine Frage. Und wahrscheinlich sieht es auch auf hohen Auflösungen, sieht es verdammt gut aus. Es tut mir jetzt total leid, dass ihr das jetzt hier mit Standbild jetzt hier hören müsst. Aber mir persönlich macht es keinen Spaß. Es macht mir wirklich keinen Spaß. Hätte ich nicht gedacht, weil normalerweise haben die Singleplayer von Call of Duty mir immer richtig, richtig Spaß gemacht. Aber das jetzt gerade... Ich weiß nicht, woran es liegt. Kann ich nicht sagen, aber... Nee, ist nicht meins. Aber wie ist es bei euch draußen? Habt ihr Battlefield, habt ihr Call of Duty Ghost, habt ihr auch diese Scheißprobleme mit den Abstürzen? Wie gesagt, ich habe im Internet sehr, sehr viele Foreneinträge gefunden, dass Leute, die weitaus bessere Hardware noch haben als ich, Probleme hatten, das überhaupt zu starten. Ist verrückt, keine Ahnung. Also,
Auch diese Videofehler, das war jetzt nur beim Aufnehmen, ne? Das kann ich noch dazu sagen. Ich hatte die nicht, als ich es normal gestartet habe. Vielleicht ist jetzt auch der Absturz gekommen wegen der Aufnahme. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Tja, ich lasse euch jetzt damit zurück. Ihr entscheidet mal, findet ihr... Ach, ich will nicht wieder dieses findet ihr COD, findet ihr Battlefield besser, aber... Und ne, es gibt einfach auch die Fanboys. Es gibt die Leute, die stehen auf Call of Duty, meistens aber auch nicht wegen dem Singleplayer, sondern wegen dem Multiplayer. Und der Multiplayer ist einfach bei Call of Duty gut. Der ist wirklich gut. Der ist für 6 gegen 6, ist der, macht der tierisch Bock. Sei es, also ich habe ganz lange Black Ops gespielt, das war unheimlich gut. Und auch früher hier Call of Duty 2 war super geil. Das letzte, was mir richtig gut gefallen hat, war auch dieses World at War. Oder war Black Ops später? Ich glaube, Black Ops war später. Ist egal. Also Call of Duty 2, World at War und Black Ops 1. Ne? Die habe ich wirklich lange gespielt. Die haben mir unheimlich viel Spaß gemacht. Natürlich Modern Warfare. Ach, um Gottes Willen. Warum vergesse ich Modern Warfare 1? Das war auch noch großartig. Ich fand aber auch die Singleplayer-Kampagne fand ich von Modern Warfare 1, auch noch die von 2, die ging klar. Die sind zwar immer so ein bisschen skurril, aber naja. Okay, ich will euch auch nicht länger mit meinem Geschwafel hier nerven. Ihr habt ja auch gemerkt, ich war auch teilweise sehr angespannt, ne, im Spiel und habe nicht viel gesagt. Trotzdem, es will nicht so richtig bei mir zünden und ich bleibe bei Battlefield und Call of Duty Ghost. Wird jetzt deinstalliert. Ich habe es mir Gott sei Dank nicht gekauft. Ich habe es hier ausgeliehen gekriegt. Danke nochmal, Hillbilly. Und ja, alles Weitere, liebe Leute. Schreibt einfach und ja, aber ich bin jetzt gerade einfach ein bisschen genervt. Es kommt jetzt gerade so ein Let's Play, was einfach abstürzt. Ach, bin ich genervt gerade. Ich bin wirklich genervt. Egal, es war ein Let's Test und der Test ist sowas von fail. In diesem Sinne, haut rein und bis dann. Ciao, ciao.